Heute hat Torino gegen Roma 3-1 gewonnen. Das ist für Torino ein unnormal wichtiger Sieg, um den Abstieg zu vermeiden. Und jo, es läuft bei denen aktuell so oder so richtig gut, dafür, dass sie eigentlich sonst immer sehr, sehr schlecht spielen. Vielleicht wird das ja in der nächsten Saison ja was. Vielleicht spielen die dann vielleicht nicht mehr gegen den Abstieg, vielleicht mal. Und kommen vielleicht wieder in die Mitte so und spielen dann wieder mit mittelmäßigen Fußball oder spielen auch wieder so wie Sampdoria oder so zum Beispiel. Halt wieder auf den Plätzen so im Mittelfeld halt wieder so. Weil jetzt sind sie auch wieder auf Platz 15 und Roma halt auf Platz 7. Die sind ja auch nicht schlecht. Nur halt, wenn man mal vergleicht, dass sie vor ein paar Spieltagen noch Platz 3 waren, ist das schon nicht sehr gut. Tore sind in der dritten Minute durch Majoral, folglich Pedro. In der 57. Minute hat Santa Maria. Der, ey, ohne Witz, das waren die guten Netz. Das waren echt sehr, sehr gute 10 Millionen, die sie investiert haben. Vorlage durch Anna, die in der 71. Minute das 2-1 gemacht, eine 85. Minute hat. Die Vara noch sich die Gelb-Rot geholt und der 92 Minute Maria Korn den Sieg fertig, Vorlage durch Belotti. Und ich muss ehrlich sagen, ohne Witz, ich glaube sogar, es kann auch am Torhüter liegen, teilweise, weil die waren echt sehr, sehr schlecht hinten. Und jetzt geht es eigentlich gut klar. Da drüben fehlt ja aktuell noch der normale oder den sie sonst spielen. Ja.